Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Ich begrüße heute Norbert Klatt an meiner Seite. Norbert Klatt ist Geschäftsführer der Nahverkehrsbetriebe hier in Schwerin, allen bekannt unter NVS. Sie betreiben hier Straßenbahnen und Busse. Und März 2016 war wiederum Zeit, Bilanz zu ziehen. Das ist die Zeit, wo Sie den Jahresabschluss letztendlich fertig haben und vorlegen. Und 2015 war für Sie ein überaus erfolgreiches Jahr. Wie kommt das zustande? Also gerade auch vor dem Hintergrund, dass es natürlich so bestimmte Maßnahmen gibt, die vielleicht eigentlich nicht förderlich waren. Ja, das kann man so sagen. Also der maßgebliche Anteil, den haben unsere Fahrgäste. Deswegen auch nochmal herzlichen Dank an unsere Fahrgäste. Denn wir haben tatsächlich gegenüber dem Plan 800.000 Fahrgäste mehr. Und das bedeutet angesichts dieser Schwierigkeiten, nämlich unter anderem die Erhöhung unserer Beförderungstarife, aber auch eben der Baumaßnahmen und viele andere Dinge, die eine Rolle gespielt haben, dass es erstens ein Riesenerfolg war, aber zweitens eben auch ein kommerzieller Erfolg, dass wir auch entsprechende Einnahmen generieren konnten und demzufolge auch wirtschaftlich gesehen einen großen Erfolg hatten. Zweiter Dank unbedingt an unsere Fahrer und Fahrerinnen. Also das, was unsere Mitarbeiter da draußen dann geleistet haben, das kann man auch sehr positiv bewerten und muss man es auch. Und das kann man hier auch ruhig mal sagen. Natürlich sind es nicht nur die Fahrer, es sind ja auch viele in den Werkstätten, in der Infrastruktur, an vielen Stellen in der Verwaltung beispielsweise, im Vertrieb. Also es sind alles gute Mitarbeiter, die letztlich dazu beigetragen haben, dass das jetzt so funktioniert hat. Und drittens muss man sagen, wir haben gute Partner in der Region, sowohl im Ministerium, im Verkehrsministerium, aber eben auch in der Stadt. Unser Aufgabenträger, also unsere Verwaltung, unsere Stadtvertreter, die ziehen alle mit an einem Strang. Und insofern ist es ein gemeinsamer Erfolg und darauf können wir auch in gewisser Hinsicht stolz sein. Allerdings ist es auch wieder ein Ansporn für die Zukunft, denn darauf kann man sich natürlich nicht ausruhen. Ein positives Ergebnis ist natürlich für die Stadt Schwerin und für den Nahverkehr natürlich sehr positiv. Aber Sie haben natürlich auch, Sie haben es ja selber gesagt, Fahrpreis erhöhen müssen. Im Dezember 2014 wird er erhöht. Und vor dem Hintergrund haben Sie auch sozusagen Einbußen erwartet, die aber nicht eingetreten sind. Ja, das kann man so sagen. Wir haben ja, und das ist, finde ich, auch eine gute Strategie, versuchen wir, die Tarife so gering wie möglich oder so klein wie möglich zu halten. Wir haben ja davor 7 Jahre die Tarife unter anderem konstant gehalten, davor auch einen relativ langen Zeitraum. Aber irgendwann ist es dann auch soweit und man muss ja auch daran denken, dass letztlich auch die Stadt den Ausgleich zahlen muss. Insofern haben wir also diese Tarifänderung ja durchgeführt Ende 2014. In 2015 war schon damit zu rechnen, dass aufgrund der Größenordnung dieser Tarifänderung auch mit Fahrgastverlusten gerechnet werden müsste. Das ist glücklicherweise nicht eingetreten. Im Gegenteil, die Spinner sind uns treu geblieben und insofern ist auch das Ergebnis so besonders positiv und dafür nochmal herzlichen Dank. Nun ist ja die Stadt Schwerin, wie andere Städte natürlich auch, eine ständige Baustelle. Wenn da nicht gebaut wird, wird wieder da angefangen und so weiter und so fort. Sie hatten auch Baustellen, natürlich spürt man diese Einschnitte, die durch Baustellen kommen, wenn Sie zum Beispiel eingleisigen Verkehr machen müssen, zum Beispiel Wittenburger Straße. Ja, es ist natürlich schon eine gewisse Einschränkung für die Fahrgäste und das zeigt sich auch hier und da in den Fahrgastzahlen. Glücklicherweise es funktioniert im Endeffekt sehr gut. Es ist eine schwierige technologische Lösung, dieser eingleisige Verkehr über die Franz-Mehring-Straße, aber es funktioniert und das honorieren die Fahrgäste dann auch und bleiben dann auch Fahrgäste. Wir haben noch ein paar andere Baustellen, die Schellstraße beispielsweise und viele andere Kleinigkeiten gehabt. Aber alles in allem kann man jetzt sagen, hat im Ergebnis sehr gut geklappt und die Fahrgäste haben relativ wenig davon mitbekommen in negativer Hinsicht und auch die Pünktlichkeit ist auf einem hohen Niveau geblieben. Das alles hat dazu beigetragen, dass es dann so gekommen ist. Allerdings die Randbedingungen, auch was die Fahrplanwechsel betraf, die wir im letzten Jahr vorbereiten mussten, das war alles nicht förderlich. Ergebnis ist trotzdem mehr als zufriedenstellend. Ja, was heißt das für die Stadt, wenn das Ergebnis so positiv ist? Sie sparen auch ein, der Nahverkehr spart ein ganz konkret. Das ist ganz klar. Also wir nehmen natürlich nicht mehr, als wie wir auch tatsächlich benötigen würden. Und das heißt, wir brauchten den Zuschuss, der vorgesehen war, nicht in voller Höhe in Anspruch nehmen. Also wir haben insgesamt 1 Million weniger gegenüber dem Vorjahr an Zuschussbedarf. Und das ist auch auf einem relativ niedrigen Niveau, muss man auch sagen. Also jetzt sind es noch 2,2 Millionen, die die Stadt im letzten Jahr nur dazu schießen muss. Und das ist vergleichsweise zu vielen anderen Städten ein unheimlich gutes Ergebnis. Ja, nun gibt es, wie gesagt, Nahverkehr ist ja auch äußerst komplex. Nun gibt es diese Diskussion, die ja auch über die Medien ja teilweise geführt werden, was die Konzessionsverträge anbelangt. Also gerade mit dem Landkreis und auch hier in der Stadt Schwerin. Und das ist für viele nicht nachvollziehbar. Ja, was passiert da genau und inwieweit
inwieweit beeinträchtigt das auch das Angebot, was der NVS hier unterbreiten kann? Also das Personenbeförderungsrecht sieht eben in Deutschland Konzessionen vor. Konzessionen sind ausschließliche Rechte. Das heißt natürlich, gerade weil es um Daseinsvorsorge geht, sollen sich öffentliche Unternehmen in der Regel natürlich nicht Wettbewerb in der Erbringung von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen oder Dienstleistungen machen. Insofern gibt es Konzessionen. Die Konzessionen sind in den Busbereichen in allen Städten, in allen Kreisen und kreisfreien Städten im Grunde im letzten Jahr zum 1.12. ausgelaufen. Das hat man auch bewusst mal so harmonisiert. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim laufen sie jetzt im Herbst aus. Das ist die einzige Ausnahme. Und im Rahmen dieses Konzessionsverfahrens haben wir natürlich auch unsere Konzession beantragt und daraufhin wurden wir an unserer Stadtgrenze leider gestoppt von den beiden Landkreisen. Das hat sich allerdings dann im Laufe des Jahres, haben wir das in Verhandlungen so weit wie möglich auch hinbekommen, dass wir also weiterhin nach Seehof-Lübsdorf fahren und dass wir nach Pingelzhagen weiterfahren und auch nach Wittenförden. Leider fahren wir nicht mehr nach Ramstein-Wilpinnow, aber im Grunde haben wir die Menge der Leistungen dann trotzdem noch hinbekommen und haben auch entsprechend unsere Konzessionen jetzt inzwischen rechtsgültig erhalten. Nun gab es ja, wie gesagt, eine Macht der Gewohnheit, dass man ja bestimmte Strecken bedient hat. Also beiderseitig, die einen sind reingefahren, die anderen sind rausgefahren. Warum ist das nicht alles so geblieben wie vorher? Naja, also Aufgabenträger sind die Kreise und kreisfreien Städte. Das heißt immer auf ihrem Territorium. Das heißt tatsächlich für die Landkreise, auf dem Territorium der Landkreise sind die Landkreise zuständig und die Landkreise haben im Rahmen unseres Konzessionsverfahrens uns nicht mehr erlaubt, in die Landkreise reinzufahren. Das war der Ausgangspunkt. Das Gleiche trifft natürlich für die Stadt dann auch zu. Insofern, die Stadt bestimmt das, was an ÖPNV in der Stadt passiert, natürlich vollkommen selbstständig und das machen die Landkreise letztlich auch. Insofern ist es dann auch immer eine Frage, wie man sich dann miteinander verständigt, denn im Endeffekt geht es ja nur um den Fahrgast. Es geht ja nicht darum, wer was fährt. Im Endeffekt muss das für den Fahrgast gut und richtig sein. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, gerade die stadtnahen Ortschaften, die ja teilweise eben sehr viele Altspiriner beherbergt, nicht mehr anzufahren. Und deswegen ist das Ergebnis auch ganz gut. Aber man kann davon ausgehen, dass sie sich verständigen, dass sie an einem Tisch sitzen und miteinander im Gespräch sind. Ja, es gibt ja, wir sind ja über Jahre im Gespräch, es gibt eine Verkehrsgemeinschaft, dann werden auch gerade diese technologischen Dinge und organisatorischen Dinge entsprechend abgesprochen. Das ist in der letzten Zeit etwas hat weniger stattgefunden, leider. Wir sind als Nahverkehr unheimlich daran interessiert, auch diese Gemeinschaft wieder zu stabilisieren und entsprechend die Absprachen auch dort zu treffen, da wo sie auch getroffen werden müssen. Und dass man solche Dinge, diese Diskussionen, die da führen, wir beteiligen uns da auch nicht dran, dass man solche Diskussionen da nicht öffentlich führt, sondern es muss letztlich um den Fahrgast gehen und um die Vernunft aller Beteiligten, dass die für den Fahrgast vernünftigste und aber auch für den Steuerzahler wirtschaftlichste Lösung gefunden wird. Und da kann es nicht richtig sein, dass Massenverkehrsmittel sich gegenseitig womöglich behindern. Vorrangig geht es natürlich darum, dass da, wo viele Fahrgäste drin sind, dass die ein gewisses Vorrecht haben und dass man auch dieses Verkehrsmittel so wählt, dass viele Fahrgäste entsprechend störungsfrei befördert werden. Und auf der anderen Seite natürlich, dass dann in so einem System auch entsprechende Verknüpfungen und Verteilungsfunktionen organisiert werden. Sie haben es ja schon gesagt, Daseinsvorsorge ist wirklich das Entscheidende für den Nahverkehr. Das heißt, all jenen auch die Möglichkeit der Mobilität zu geben, die zum Beispiel kein Auto haben oder keine Fahrerlaubnis haben. Ja. Ne? Und das sind natürlich auch Behinderte, das sind natürlich aber auch Kinder oder jemand mit Kinderwagen zum Beispiel. Also da gibt es eine große Masse Mensch, die natürlich auch darauf zurückgreift und darauf zurückgreifen möchte auf dieses System. Und das ist, wenn man ja so will, ein Stück weit ein politischer Auftrag auch. Wenn man so will, innerhalb eines Landes letztendlich diesen Menschen auch Mobilität zu gewährleisten. Dann kommt noch ein anderer wichtiger Aspekt hinzu, das wird ja auch von Ihnen gefordert, sich auf bestimmte Sachen einzustellen, zum Beispiel Barrierefreiheit ist ja ein großes Thema beim Nahverkehr. Ja. Wie weit sind Sie da und wie weit kann man sagen, sind diese EU-Anforderungen, die ja da auch ein Stück weit erfüllt werden müssen, hier in Schwerin bereits umgesetzt? Ja, wir sind ja entsprechend sehr, sehr weit. Wir haben sehr, sehr früh angefangen. Wir haben ja angefangen, alle unsere Haltestellen entsprechend umzubauen, schon immer jetzt in den letzten Jahren Niederflurfahrzeuge einzukaufen, die Straßenbahn auch eben niederflurig, Klapprampen vorzusehen. Also viele Dinge, die in diese Richtung gehen, auch natürlich die Fahrgastinformationsanlagen jetzt an den Haltestellen, die Sprache an den Fahrzeugen, die Sprache an den Haltestellen. Also es gibt ja nicht nur den Rollifahrer, sondern es gibt eben auch andere Behinderte und es gibt die Kinder und es gibt auch eben ältere Herrschaften, die alle auch entsprechende Bedürfnisse haben und die wir versuchen zu erfüllen. Wir haben also inzwischen, ist auch gar nicht mal so häufig in Deutschland, ein 100% Niederflur Streckennetz in der Straßenbahn. Also alle Haltestellen bei uns sind so ausgerichtet, dass man also als Rollifahrer die Straßenbahn auch benutzen kann, in ganz Schwerin. Für die Busse sind wir schon ganz Ende weit.
muss man auch sagen. Natürlich gibt es auch noch immer einiges und vieles zu tun, aber tendenziell sind wir auf einem guten Weg. Und wir haben natürlich jetzt bei den neuen Fahrzeugen, achten wir auch darauf, dass auch entsprechender Platz in den Fahrzeugen vorhanden ist. Also wir werden zum Beispiel in den Bussen einen zusätzlichen Platz für Rollstuhlfahrer haben und einrichten und sind gerade dabei, aktuell in der Straßenbahn so umzurüsten, dass wir auch dort einen zusätzlichen Rolliplatz haben werden. Also da spielen viele, viele Aspekte eine Rolle. Wir sind sehr, sehr weit. Blindenleitstreifen auch noch zum Thema, überhaupt die Kennzeichnung der Wege entsprechend und die auch sicher zu machen, auch die Wege zur Haltestelle. Da gibt es noch einiges zu tun, aber tendenziell sind wir schon sehr, sehr weit. Ein wichtiges Thema ist natürlich Elektromobilität. Sie haben es gerade gesagt, Sie schaffen sich neue Busse an, aber die Städte und Kommunen fordern natürlich auch, dass möglichst auch vom Nahverkehr, dass da möglichst wenig Emissionen erfolgen, die Stadt natürlich irgendwo belasten oder verschmutzen irgendwie. Wie ist es beim Nahverkehr? Wie hoch ist der Prozentsatz von Elektromobilität? Ja, das wird immer ein bisschen vergessen, aber in Schwerin muss man sagen, wir haben schon 75% Elektromobilität, also die Menge unserer Fahrgäste, also wie gesagt, 3/4 unserer Fahrgäste werden elektrisch befördert, wenn man das so sagen will, über die Straßenbahn. Das ist für die Stadt und auch für alle anderen Beteiligten natürlich ein großer Vorteil. Objektiv muss man natürlich sagen, wir werden tendenziell auch, wenn es dann so Fahrzeuge gibt, die serienreif sind, werden wir auch Elektrofahrzeuge einsetzen. So weit ist der Markt aber überhaupt noch nicht. Also ich denke, die nächste Busgeneration wird elektrisch sein, dann sind wir zu 100% elektromobil. Aber die neuen Busse haben entsprechend jetzt schon der Euro 6 Norm. Da kommen schon ganz, ganz wenig Abgase raus und sehr, sehr umweltfreundlich. Sie werden auch leiser sein und viele, viele andere Vorteile besitzen. Auch der Energieverbrauch wird entsprechend optimiert sein. Das heißt also, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich umweltfreundlich und umweltverträglich sein. Elektromobilität ist auch nicht alles. Auch Strom muss irgendwie produziert werden, muss entsprechend gelagert und befördert werden. Auch da muss man sehen, dass es nicht eine Lösung wird, nur der Elektromobilität wegen, sondern es muss auch effektiv sein, letztlich für alle Beteiligten. Und es muss auch nachhaltig sein. Ja, wir haben ja in Schwerin jetzt Gott sei Dank den glücklichen Umstand, dass die Einwohnerzahlen nicht mehr zurückgehen, sondern stabilisiert sind, sie leicht ansteigen sogar. Es entstehen neue Wohngebiete, also dadurch gibt es auch neue Aufgaben für den Nahverkehr in Schwerin, also diese Wohngebiete natürlich auch zu versorgen mit entsprechendem Transport. Was sind die Aufgaben für die Zukunft für 2016 und darüber hinaus, die sich der Nahverkehr hergestellt hat? Ja, grundsätzlich muss man sagen, wir sind nicht auf so einem hohen Einwohnerniveau, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Wir liegen ja so ungefähr bei den 92.000. Tendenz hoffentlich positiv. Allerdings muss man auch sagen, wir haben immer dann, wenn neue Wohngebiete erschlossen wurden, waren wir immer fast die Ersten, die auch eine ÖPNV-Verbindung dorthin geschaffen haben. Man muss auch die Interessenslagen logischerweise berücksichtigen. An manchen Gebieten funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt andere Gebiete, wo es dann hier und da auch mal Befindlichkeiten von Anwohnern gibt, die das gar nicht so gut finden, wenn da Busse durch ihr Wohngebiet fahren. Aber der Kompromiss damit, den muss man irgendwie dann finden und dann auch die entsprechenden Prioritäten setzen. Also insofern ist das, was wir jetzt an Schließung haben in Schwerin, schon sehr, sehr gut. Da, wo wir im Moment nicht so präsent sind, dann geht es meistens nicht, weil die Straßen zu schmal sind. Ansonsten haben wir alle Wohngebiete, die irgendwie relevant sind, versucht in dieses Netz einzubeziehen und es gelingt auch ganz gut. Insofern kann man eigentlich sagen, dass Schwerin relativ gut ÖPNV-seitig erschlossen ist. Leider in der Tendenz, glaube ich, ist nicht so sehr viel zu sehen, wo wir weitere Linien eröffnen könnten. Straßenbahnseitig, ganz klar, im Moment nichts in Planung. Busseitig, da immer, wo was irgendwie möglich ist, da versuchen wir das dann schon sehr, sehr frühzeitig, auch in den Planungen, auch in den Träger öffentlichen Belange, also bei der Beteiligung, damit einzubringen, dass wir also auch immer die ÖPNV-Anwendung dabei haben. Da muss man auch positiv sagen, das wird in der Stadt genauso auch gesehen. Also immer, wenn welche Planungen in irgendeine Richtung laufen, dann sind wir immer dabei. Auch was so verkehrsorganisatorische Dinge betrifft, werden wir zumindest immer mit angehört und sind auch bei den entsprechenden Beratungen dabei. Das läuft sehr, sehr gut, Ergebnis. Auch eine Frage nochmal für unsere Zuschauer, wenn man pendeln will, also das heißt, wenn man bis an die Randbezirke von Schwerin heranfahren will und umsteigen will auf Nahverkehr, macht ja durchaus Sinn, auch vor dem Hintergrund der Parkbewirtschaftung hier in der Innenstadt. Wie ist es da, was sind Argumente für den Nahverkehr hier in Schwerin?
Na, erstmal kommen wir tatsächlich überall hin. Also wir erschließen die großen Gebiete, die großen Wohngebiete, beziehungsweise auch die Gebiete, wo Leute hinwollen, erschließen wir mit der Straßenbahn und das auch in einem sehr dichten Takt und auch sehr, sehr zuverlässig. Das Zweite ist natürlich, dass die Tarife günstig sind, dass man also unter anderem günstiger mit dem Nahverkehr fahren könnte, als eben zum Beispiel ein Parkticket zu kaufen oder zumindest in der Stadt einen Parkplatz zu suchen. Das ist also auch vorteilhaft für alle anderen Bewohner. Das ist natürlich auch ganz gut. Es sind ja auch immer nicht nur Emissionen, was die Abgase betrifft, sondern auch Geräusche. Emissionen und der Platz ist auch wertvoll in so einer Stadt und es ist auch nicht nur schön, in bestimmten Gebieten nur Parkplätze vor der Nase zu haben. Alles in allem ist eigentlich die Nutzung des Nahverkehrs in jeder Beziehung eigentlich vorteilhaft. Und da muss man sagen, es gibt ja gerade in den Außenbereichen relativ viele Möglichkeiten, sein Fahrzeug dann auch abzustellen, dann zumindest im Innenstadtbereich den ÖPNV zu benutzen. Ja, Herr Klatt, an dieser Stelle vielen Dank für das Interview. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben es gehört, Nahverkehr macht Sinn. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche.